Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Splatoon, dem 15. europäischen Splatfest Weltreise gegen Weltall. Wir spielen My My Resort und ich bin wieder euer Ninja Nintendo und vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir spielen aber diesmal, wie ihr gerade schon gesehen habt, Weltreise gegen Weltreise. Wie man sieht, die Weltall-Leute haben sich wirklich sehr, sehr im Weltall, wie heißt das Wort jetzt? Oh Mann, jetzt habe ich das Wort vergessen. Auf jeden Fall, die haben sich im Weltall sehr, sehr verirrt, genau, verirrt. So, das Wort wollte ich sagen. Und ja, wie man, also Weltreise-Leute gibt es wohl nicht so viele. Und wir spielen diesmal jetzt auch mit den Disperser 7. Wie man sieht, auch eine sehr interessante, schnelle Waffe. Ah, und den habe ich auch wunderbar bekommen. Sehr schön. Oh, hi. Ich muss mal weg. Schade. Gut. Was mit dem Zieliliter da hinten? Okay, das fängt jetzt aber nicht schlecht. Ja. Ne? Wir spielen mit dem Disperser 7. Einer wunderschönen. Ich mag ja Disperser-Waffen. Ich glaube, hier ist mal ein bisschen langsamer. Das merke ich schon. Ja, ich glaube, hier ist mal echt ein bisschen langsamer. Oh, jetzt sind gerade ein paar Slowdowns drin. Auch interessant. Aber ist trotzdem ganz schick. Auch ein lila oder ein pink ist das, glaube ich. War dieses Kirschblütenpink. Ne, Kirschpink war das, glaube ich. Aber was eine andere Waffe mit der Kirsche? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall das lila. So, das weiß ich. Dankeschön. Ja. Okay, die dominieren gerade, aber man ist langsam mit der Waffe. Das gefällt mir jetzt aber gerade nicht so wirklich gut. Muss ich sagen. Schade. Also kann jetzt auch nicht gerade so ein neuer Favorite von mir werden. Ja. Wow. Alter. Oh, du kommst gar nicht mehr auf das Hauptfeld drauf. Da ist nur gelb gerade. Na, sowas hasse ich ja. Aber wie man sieht, man muss ja auch sagen, wir spielen ja gerade gegen unser eigenes Team. Deshalb ist es ja eigentlich gerade gar keine Schande, dass wir verlieren. Ja. Ich würde sogar eher sagen, dass es gut, dass wir verlieren. Oder obwohl für den eigenen Stolz höchstens ist es nicht so gut. Aber das ist wirklich das Einzige, wo man meckern könnte. Und ja, ja, ich habe keine Ahnung, wo ich hinmachen soll. Mach mal hier so ein bisschen was hin. Hallo. Wusste ja. Irgendwann muss der ja kommen, dass mich da jemand wegmacht. So, gelb dominiert immer noch. Alter Schwede, ey. Nicht schlecht. Aber auch wirklich sehr stark dominiert uns gelb. Uiuiui. Oh, und der Roller. Ich hasse dich. Ich hasse den Roller. Ich will sterben. Dankeschön, Roller. Ich bin ein bisschen schade. Immer langsam. Was habe ich denn hier für Subweapon? Ich weiß es nicht. Ich habe 8 Bomben. Geil, ich bin tot. Oh, die Rollertypen. Oh, die Rollertypen gehen auf den Keks. Die Rollertypen gehen einen auf den Keks. Jupp, jupp, jupp. Das tun sie. Na, 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 na. Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Ja, okay, leider nicht so viel ausrichten diesmal. Und du gehst mal weg. Dankeschön. Das freut mich sehr, dass er weggegangen ist. Hallöchen, Hallöchen. Ich mach mal irgendwo was hin, ich habe keine Ahnung. Okay, der ist auch nochmal weg. Und der ist nicht weg, schade. Ende, Ende. Ja. Das haben wir gewonnen sogar noch. Okay, nicht gedacht. Nicht schlecht. Sehr gut sogar. Oh yeah, gewonnen. Aber man muss sagen, das Versus 7, also hier die lila an der Waffe. Sieht eigentlich ganz schick aus, muss ich sagen, mit diesem lila. Was hat er denn? Pink, 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 lila, pink, lila, so. Metallic auf jeden Fall. Sieht ganz schick aus, aber ist jetzt nichts für mich, würde ich sagen. Weiß ich nicht. Sieht jetzt, ja. Müssen wir leider wechseln gehen. Also ist jetzt nicht so meins. Wir gehen mal wechseln, kurz die Waffe. So, hier der gute alte N-Zapper 89 wird mein Favorite All-Time bleiben. Zusammen mit der Airbrush RG, glaube ich, genau. So, Kämpfe werden wieder gesucht. Das freut mich. Und da sind wir auch schon wieder zusammen. Dumm, 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 dum, dumm, dumm. Diesmal mit Sweeney Boy, mit Zenai und Linus von KST. Okay, jetzt müssen wir noch warten, bis es losgeht. Was, mein Eier, wir brauchen Musik. Ich weiß, ich dürfte ja nicht langweilig. Wer macht die Musik? Ja, wo es ist jetzt ein bisschen hektisch, brauche ich jetzt gerade nicht so unbedingt. Ach, ja, oh, nee. Ach, oh, nee. Na gut, das ist ein bisschen sehr langsam. Ich kann ja mal versuchen, dass. Ich habe das Minispiel schon lange rein gespielt. Ich weiß, ihr seht das zwar nicht. Aber ich möchte es einfach mal wieder gern versuchen. Ich halte euch mal auf dem Laufenden, wie es so läuft. So, ich fange jetzt mal an. Wie habe ich das überhaupt nochmal eingeschaltet? So nicht. Genau, so ja, schau mal da rein. So. Das Lustige ist,
Ich frage mich, ob es gewollt ist, dass man mit jeder Taste das spielen kann. Weil normalerweise muss man immer Steuerkreuz und irgendeine A, B, X, Y, Z-Taste drücken. Aber, oder beide zusammen, aber irgendwie kann man beide benutzen. Also man muss gar nicht das drücken, was da steht. Ob das gewollt ist oder nicht, das weiß ich irgendwie nicht ganz so genau. Nee, weil wir spielen Halbotafeln. Ich hab's nicht aufgepasst, aber ich glaube, wir spielen wieder gegen Weltreisen. Ja, ich glaube, wir sind grün, genau. Also gegen Weltall meine ich natürlich. Genau, hier Weltallpower 1660. Und los geht's wieder. Sehr schön. Wir gehen wieder hier über die rechte Seite, weil wir sind, glaube ich, bis sehr weit rechts gestartet, wenn ich mich nicht irre. Und da muss man auch gleich die Seite nehmen, wo man halt startet, ne? Genau. So. Da geht's auch schon wieder los. Gut, haben wir nicht bekommen. Schade. Machen wir mal das dahin. Bomben bringt das aber auch nicht so viel. Okay, jetzt müssen wir blau kommen. Ich glaube, der hat den da gerade fertig gemacht, den einen. Sehr schön. Muss ich da hier ein bisschen aufpassen. Hi. Ach, schade. Wow. Wow, ich habe gar nichts mehr gesehen. Ich war irgendwo. Okay, der Titan ist gerade gut vorgeprescht, nicht schlecht. Müssen wir jetzt irgendwie aufhalten. Auch nö. Na supi. Das wird jetzt noch lustig. So, wir gehen mal hier lang. Hier ist auch noch keiner gelangt gewesen. Na, hier ein bisschen. Da ein bisschen. So, wunderbar. Und wir verlieren gerade. Das ist aber nicht so schön. Da bin ich aber kein Fan von. Zeit der Ding ein bisschen sehr nah hier am Spawn gemacht. Ach ja, naja. Hallöchen. Ich glaube, hinter mir ist gerade einer gelandet, wenn ich gerade nicht irre. Ja, gut, hinter mir war einer, wusste ich's doch. Siehst du, der hat mich ja die ganze Zeit verfolgt. Der hat mir meinen ganzen Weg weggemacht, so zur Hälfte. Ach Mann, warum ist da keiner zu mir hingesprungen? Das finde ich doch doof. Was macht ihr hier, Leute? Ihr seid los. Kommt, Leute, los hier. Möchte jetzt hier über die Mitte? Ich weiß es nicht. Warum nicht? Hier scheint ja wohl gerade keiner zu sein. Ich gehe trotzdem nochmal Seitenwechsel. Okay, alles wieder blau. Ja, wusste ich doch, dass da einer steht. Ach Mann, das ist doch zum Kotzen. Da stehen sogar zwei Leute. Drei sogar, wenn man den da hinten noch mitzählt. Ach, da einer steht gerade AFK rum. Das finde ich auch sehr schön. Na, natürlich kein Wunder, dass wir gerade verlieren. Boah, hier oben war auch einer schon gewesen. Das finde ich auch nicht so geil. Muss ich ja mal sagen. Okay, dein jetzt da AFK rumsteht, ist halt auch mehr so meh, ne? Aber, na gut, man macht halt, dann gibt es jetzt halt sein Bestes. So, ich komme mal hier durch. Wow, ich habe den nicht getötet bekommen. Willst du mich verarschen, Spiel? Boah. Na, ist halt hier schön blau. Das ist schön blau, ne? Das ist toll. Und hat alles nur, weil der eine Spieler AFK ist. Beziehungsweise, ne, das Connected noch nicht ist, aber AFK ist, genau. Der ist einfach AFK. Hallo. Ich gehe mal ein bisschen nerven, ne? Ich muss mal nerven gehen, genau. Boah, den habe ich wegbekommen. Aber bring mir, wenn ich einen wegmache, wenn der zweite noch da ist. Leute, ihr müsst mal mehr preschen. Hallo, die ganze Map ist gerade blau. Das kann nicht wahr sein. Ja, der eine steht hier halt einfach rum. Das ist halt das Problem. Jetzt werde ich, glaube ich, nochmal sterben. Ja, oder auch nicht. Nein, mein etwas. Aber ja, das ist halt jetzt gerade echt doof. Der eine hat einfach nicht viel gemacht. Und da kann man machen, was man will. Ja, und das war's. Das ist schlecht. Das ist echt eine schlechte Leistung. Also, wenn man sieht, wenn einer nicht da ist, dann passiert sowas. Das ist langweilig. Das ist, ach Mann, so doof. Ja, 74-16. Aber dann würde ich das nicht wirklich gerade werten, weil deine war halt AFK. Ja. Und das finde ich jetzt doof. 1-5, ey. Und eine nur 0-5. Oh Mann. Ach ja. Gut, lassen wir uns nicht zu viel Unkraut kriegen. War ja nur ein Match von vielen. Jo. So, Team Weltreise wird gewartet. Wir warten eine Zeit wieder auf Musik. Und ich gucke mal, ob ich das Minispiel in der Zeit schaffe. Ich spiele natürlich auf leichter Stufe. Und das manchmal gar nicht so leicht. Also, das reagiert manchmal irgendwie nicht, keine Ahnung. So, ich habe schon zwei. Okay, jetzt habe ich noch einen Hund. Keine Ahnung, ob man das Hunde nennt. Also diese Quallen verwandeln sich ja in Hunde. Ich nenne sie mal Hunde. Ich habe jetzt gerade einen Hund. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man alle Hunde hat. Weiß ich gar nicht. Würde mich mal interessieren. Gibt bestimmt schon jemanden, der es geschafft hat. So, jetzt muss ich mich gerade mal ein bisschen konzentrieren. Ich finde es auch schön, dass man manchmal im Rhythmus ist. Muss man schon... Ah, wenn man ein paar verpasst, ist echt doof. Aber man muss halt alles in einer Reihe schaffen, sonst verliert man halt auch wieder solche Hunde.
Und wir spielen schon wieder Grün gegen Grün, wie ich gerade wieder am Vorschaufenster gerade auf meiner linken Seite sehe. Ja, ich habe nur einen Hund geschafft, beziehungsweise war der auch schon weg gewesen zum Schluss. Ist nicht leicht, ist echt nicht leicht. So, aber es geht weiter mit Maimai Resort. Diesmal sehen wir die tropische Weißsee. Also wir sind auf der anderen Seite. Finde ich auch schön. So, Weltreise Power 1600 gegen 1660 und los geht's. Okay, wir haben ja ein Dings im Team, das finde ich auch sehr schön. So, warum ich jetzt meine Seite schon mal geändert habe, weiß ich nicht, weil die keine lang gegangen ist. Also deshalb bin ich hier gewechselt. Da war ein bisschen knapp gewesen mit dem Sprung. Aber alles okay. So, dududum. Okay, hier ist ein bisschen Party, glaube ich. Oh, ja, uiuiuiui, das war sehr knapp. Oh, hi. Ja, danke, Splasher. Hab dich lieb, Splash-Rolle. Klecks-Rolle. Die Splash-Rolle. Ach ja, immer wieder schön. Das liebe ich doch. So, stellen wir da mal einen Sprinkler hin. Hat der Sprinkler was zu tun? Ah, den habe ich doch, den habe ich doch. Wie, den habe ich nicht. Willst du mich verarschen? Okay, halt eben nicht. Dann gehe ich halt rüber. Wenn ich den nicht bekommen habe, dann gehe ich halt hier rüber. Hallo, hallo, hallo. Ich weiß, der Sprinkler ist, der Roller ist noch hinter mir. Oh. Hilfe. Ja, der Roller ist noch hinter mir. Ja, der hat mich über die Rolle, über die Ecke gekommen. Schade. Ach Mann, der doofe Roller. Ist das zum Kotzen? Wollen wir nochmal einen Sprinkler machen? Wo ist eigentlich gerade wieder mein Team? Guckt euch das doch mal wieder an, hier, wo der gegnerische Team schon wieder alles war. Das kann nicht wahr sein hier. Oh, hier waren wir auch gar nicht gewesen, gut zu wissen. Ah, das ist ein Kotzen. Kann nicht wahr sein. Ach komm schon. Boah, die Roller, ey. Oh, diese Roller-Skills. Okay, die Map ist halt wieder zu. Auf jeden Fall gut dominiert von denen. So viel steht mal wieder fest. Mal gucken, ob wir jetzt mit den neuen Teilen der Map, ob wir da mehr reißen jetzt noch können, was? Also hier, das gehört wieder mir. Und dann ist schon mal dingsig. Ah ja, super. Sehr schön. Ah, super. Das war gar nichts. Ja, super, hier war auch schon einer gewesen. Ich weiß schon nicht, was mit meinem Team los ist. Was ist los mit meinem Team? Warum? Da hatte ich gar keinen Bock, da schon wieder hinzugehen. Ich gehe jetzt hier hin und mach mal hier in die Mitte was hin. So, dann haben wir Geschichte. Okay, ich glaube, da unten ist gerade ein Roller. Nee, gar nicht. War. Okay. Ja, ich gehe mal hier hin. Oh, das war gut getroffen eigentlich. Oh, hi. Okay, wunderbar. Ah, ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss hier rein. Genau, perfekt. Dann müssen wir die irgendwie noch mal ein bisschen ausspielen hier. Ich habe doch gesehen, du bist da hinten. Genau. Weg damit. Sehr schön. So, jetzt nochmal hier ein bisschen Spurten zum Schluss. Da nochmal was hinmachen. Wunderbar, wunderbar. Okay, da hinten ist er. Ach, warum bin ich jetzt einmal rumgegangen? Ich bin doof. Ja, ich lasse ihn jetzt in Ruhe. Das ist, glaube ich, besser. Ach, da ist der Typ jetzt hin. Perfekt. Muss wieder ein bisschen weg. Ach, jetzt wird der eine nochmal. Ja, dann kommt der Roller nochmal. Ach, schön. Boah, da sputet man vor und keiner ist einem hinter. Wir haben schon wieder den SRX9 gehabt im Team. Fällt mir gerade mal so auf. Und der ist disconnected. Toll, kein Wunder, wir verloren haben. Oh, alter Schwede. Eieieiei. Dein Team, Gegner. 2758, ja. Schade, schade, schade. Warum war denn der SA-Typ schon wieder drin gewesen, der Zenai, ey? Warum steht der Mann da? 12-0 der Roller. Nicht schlecht, der Roller. Muss man mal sagen, der war nicht schlecht. Ach, ja. Dumm, 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 dumm. Jo, ich denke mal, zwei Matches machen wir noch. Jo. Zwei Matches sollte noch drin sein. Naja, wir brauchen Musik. Stimmt, wir brauchen Musik. Musik. Now or Never kommt jetzt, Leute. Ach ja, Now or Never ist ja das Lied. Ne, lieber nicht. Ah, hier, Yo Mom spielt mit. Also, deine Mutter spielt mit. Vielen Dank, dass deine Mutter mitspielt. Ich hoffe, die kann auch was, ne? Weil, hab gehört, soll nicht so gut sein. Obwohl die Spur 50 hat. Aber vielleicht hat sie das auch nur von ihrem Sohn. Also, du dann in diesem Fall. Also, dein Account ist es dann. Verstehst du? Naja. Vielleicht solltest du deine Mutter mal darauf hinweisen, sie sollte nicht mit deinem Account spielen. Würde ich mal als Tipp geben. Weil, wie du siehst, deine Mutter spielt halt Splatoon. Wenn du nicht hinschaust. Dann spritzt sie nämlich richtig ab. Ja. Gut. Hey, you're with me, you and I. Ich sollte nicht singen, tut mir leid, aber ich wäre manchmal schön.
Ich habe schon jetzt ein Video reingeschaut, also so viel verzögert ist das gar nicht. Also es ist halt so ein bisschen verzögert. Ich denke, das ist normal, da ich das ein bisschen früher höre. Aber wirklich so minimal ein paar Sekunden früher den Sound. Aber solange das halt mit dem Commentary synchron passt, dann passt das schon. Jo. Ach ja, No Comment spielt auch mit. No Comment, das bist du. Das bist du, der gerade zuschaut, der nie einen Kommentar schreibt. Fühl dich mal angesprochen, schreib einfach mal einen Kommentar und dann bist du nicht in No Comment. Und das gilt jetzt an all die, die keine Kommentare scheinbar trotzdem das Video schauen. Es wäre sehr freundlich, mal zu wissen, wer noch so alles mitschaut. Weil ich meine, es sind ja doch viele Zuschauer mittlerweile da. Und naja, schreiben meistens nur die gleichen Kommentare. Aber mir würde mal gerne interessieren, wer noch so alles mit dabei ist. Schreibt einfach mal bitte einen Kommentar. Ich bin auch kein großer Kommentarschreiben, aber mach es doch einfach mal bitte. Ich möchte gerne sehen, wer alles so mit dabei ist in meiner Partie hier auf YouTube. Würde mich sehr freuen. Vielen Dank. Oh, da ist der Sniper. Ja. Ach ja, No Comment. Siehst du, das warst du. Schreib bitte was. Und damit du dich entschuldigen kannst bei mir. Weil wenn du einen Kommentar schreibst, dann bist du nämlich der Comment. Und das heißt, du warst nicht der, der mich getötet hat. Wenn du aber keinen Kommentar schreibst, dann bist du die Person, die mich getötet hat. Und ich hoffe, das wird dir bewusst sein und das wird dich für meinen verfolgen. Oi. Och nö. Boah, ist das dem sein Ernst gerade? Gehen wir doch nicht auf den Keks da jetzt. Okay, dann gehe ich halt hier raus. Wenn wir keine anderen Möglichkeiten haben. Den habe ich weg. Oh, da war noch einer. Ah, ne, das ist die Wand. Das war die Wand. Weg damit. So, wunderbar. So, wir hier mal ein bisschen aufrüsten. Okay. Ich frage mich mal, wo mein Team ist. Das kann manchmal nicht so ganz hinhauen. Okay. Na, ich glaube, der Sniper hat mich auch noch bekommen. Von rechts oder so. War nicht noch ein Sniper? Ich meine, ja, war ein Sniper schon zu sehen gewesen. Okay. Okay, jetzt hat sich mein Team wieder ein bisschen recovered. Das freut mich. Ich hoffe, das war durch meine Aktion jetzt gewesen. Ach, jetzt sind schwer im Gefahrenmodus. Ich sollte mein Team nicht, ja. Ach, leck mir. Ja, sowas ist mal zum Kotzen, weißt du. Sowas hasse ich. So, da ein was machen. Los. Muss hier mal ein bisschen durch. Okay, da ist ein Blauer. Aua. Da war ein Sniper. Ich bin immer noch durch. Ach, komm schon. Aua. Ach, das kann nicht wahr sein. Da war noch die blöde Mauer dazwischen. Ach, komm schon. Wo ist der Sniper hin? Da oben ist der Sniper. Also nicht der Sniper, aber ein Gegner auf jeden Fall. Ah, Junior Texer. Ja, okay, wir covern so ein bisschen. Aber das ist noch nicht genug, muss man leider sagen. Das ist noch nicht genug. Nein, das ist noch nicht genug. Ja, sind wir schon wieder im Gefahrenmodus. Auch schön, ne? Manchmal ist das Spiel immer wieder schön. Weg damit. Dankeschön. Wieso tut der eine seine Schallwellen-Attacke? Weg damit. Boah, gut, dass ich ihn getroffen habe. Das freut mich. Warum tut der eine seine Schallwellen-Attacke nur für den einen Spieler drauf? Ich meine, so viel Zeit, die er hat, da um wegzulaufen. Er ist einfach unnütz gewesen, aber okay. Aua. Das hat ein bisschen weh. Jetzt ist da der Sniper. Okay, Hallöchen. Oh, der Sniper ist da. Aua. Ah, schade, da habe ich mir nicht genug trinken. Aber meine Leute haben jetzt ein bisschen mehr Zeit bekommen. Aber die kommen nicht wirklich durch. Wir sind immer noch unten an unserer Base. Hier, also hier an den ersten paar Kisten. Und die kommen nicht durch, die Leute. Die werden die ganze Zeit zurückgedrängt. Das kann nicht wahr sein, Leute. Ihr müsst auch mal was reißen und nicht die ganze Zeit sterben. Mann, schade. Ach, schade. Also wenn der Team nicht mitspielt, dann kannst du ja auch leider nichts gegen machen, ne? Ich frage mich, warum haben die eigentlich Lila genommen? Lila sieht irgendwie komisch aus. Als Drittfarbe hierfür, aber na gut. Ja, also das war jetzt wirklich Teamschuld, würde ich sagen. Mal gucken, wer war. War deine Mutter? Mal gucken. Ne, es war nicht deine Mutter. Deine Mutter war sogar gut gewesen. Vielen Dank, dass deine Mutter mitgespielt hat. Ja. Okay. Gut, wir haben noch ein Match und dann ist es auch schon wieder das Ende von Weltall gegen Weltreise. Ich bin mal sehr gespannt, wer gewinnt, wie die Votes aussehen werden. Ja, schauen wir mal. Ja, Lobby ist ja auch sehr langweilig, die Musik. Die Musik ist geil. Das ist so richtige Garagenmusik, sag ich schon. Doch, Garagenmusik, so Garagenmusik. Doch, genau. Als wenn jetzt so in der Garage aufgenommen wäre. Ich glaube, das soll so ein bisschen das Feeling haben. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Diddle-diddle-diddle-dum. Ach ja, ein Match noch. Dann sind wir durch für heute.
Du destroy it. What will you do? Take control. Splatoon. Oder? Nee, irgendwas anderes habt ihr gesagt. Ich weiß es nicht mehr. Immer mit Die war, glaube ich. He will die. Ich glaub, obwohl, das hasse ich, glaube ich, mal interpretiert gehabt, dass die Die sagen. Also sterben, aber naja. Boah, die Musik ist voll geil. Ich liebe sie. Ah ja, Splatter-Tick war das, ja. Oh Leute, kommt das bitte 60 Sekunden. Ich möchte jetzt hier nicht rausfliegen, das wäre wirklich doof. Das muss nicht sein. Baum, 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 baum. Ach, kommt schon. Ach, dankeschön. So, Weltreise gegen Weltreise nochmal. Also wie man sieht, Weltall ist rare, wie man so schön sagt. Also selten vertreten. Und jetzt spielen wir einfach nochmal ein Freundschaftsspiel, wie es noch mehr so schön im Fußball und ich glaube in anderen Sportarten aussagt. Und zwar nochmal im Halbotafen. So, Pink gegen Blau. Helles Blau, Himmelblau, sehr schön. Und jetzt geht los. So, jetzt schauen wir mal, was unser eigenes Team so alles drauf hat. Ja, werden wir mal sehen. Dum 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 dum. Okay, dum dum. So, das Ding ist bereit. Los, los, los. Mach da mal den Schwing dahin. Ach, dann ist ein Roller. Da möchte ich gar nicht hin. Roller sind jetzt nicht so nett, habe ich gehört. Okay, hier können wir noch ein bisschen was machen. Okay, wir dominieren gerade gut das Team. Wenn man dazu sagen kann. Ah, vorhin dürfte halt auch wieder einer kommen. Ja, da hinten ist auch schon wieder einer. Aber da hinten so ein Sprinkler hin, so an die Ecke. Das dürfte ganz cool sein eigentlich, hoffe ich. Aua. Aua. Ah, der Typ hat sich leider ein bisschen... LOL! Echt jetzt? Nicht schlecht, mein Lieber. Nicht schlecht, das war voll gut. Nicht schlecht. Mann, 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 ey. Aber war ja eigentlich logisch gewesen, weil ich irgendwie haben wollte, ne? Also hat er eigentlich gut reagiert drauf. Hier ist ein Roller vorbeigegangen. Auch schön. Hm. Jo, und hier ist ein bisschen blau. Oh, die dominieren gerade ein bisschen uns. Das ist aber wieder doof. Bin ich ja jetzt kein Freund von. Aber was kommt, das kommt halt, ne? So, was war hier gewesen? Gar nichts. Okay, dann gehe ich immer durch. Juhu, dann dominiere ich halt deren Seite. So, okay. Aua. Oh, Roller. Okay, Roller weg. Wunderbar. Die Roller sind weg. Die guten alten Roller. So, hier nochmal bei uns ein bisschen was einfärben. Das alles wieder schön pink werden. Okay, das war schlecht. Das war sehr schlecht von mir, leider. Wow, der hat mich durchbekommen. Ja, aber das war wirklich schlecht von mir gespielt. Ich hätte schon beim ersten Mal kriegen müssen. Und mit dem Koro-Koro-Roller, sehr schön. Dem neuesten Roller mit Koro-Koro-Logo drauf. Das sieht irgendwie sehr lustig aus, wenn das eingefärbt ist. Schauen wir uns auch noch an, denke ich mal. Ja, beziehungsweise werden wir uns bestimmt noch anschauen. Jo, dum dum. Ich glaube, wenn ich das richtig sehe, dann wird das, ich glaube, eine lange Folge diesmal. Ich glaube, 34 Minuten oder muss ich noch ein bisschen was wegschneiden? Ich glaube, ich muss ja halt noch den Anfang noch ein bisschen wegschneiden. Ich glaube, das wird trotzdem mal wieder eine lange Folge. Naja, habt ihr ein bisschen was von. Yay! Lange Folgen sind immer schön. Da oben war einer, habe ich gesehen. Da ist der Roller. Oh, die Roller habe ich nicht bekommen. Ja, komm, mach mich, Roller. Na, der macht mich noch nicht, der Roller. Ja, okay, das war hier eine doofe Idee, da ich da hingegangen bin, aber ich wollte den Kill haben, also, ne, von daher. Manchmal ist man halt killgeil, ne, aber man darf es auch einfach. Manchmal darf man einfach mal killgeil sein. Gehört einfach dazu. So, das war's, Leute. Das war meine Sicht vom Splashfest Nr. 15 Europäisch und Ozeanien. Weltall gegen Weltreise. Ich bin sehr gespannt, wer gewinnen wird. Das erklären wir dann im übernächsten Part, beziehungsweise ihr könnt es auf Newsseiten nachlesen, dann ist ja kein Problem. Ich werde es ja auch auf Newsseiten durch Newsseiten erfahren. Ja. Auf jeden Fall, wir sind jetzt mal wieder mit Splatoon. Ja. Und bis dahin
Sag ich dann ciao. Euer Ninja Shitendo. Schönen Abend noch und ich hoffe, ihr würdet euch auch um eine Weltreise genauso viel freuen wie mich. Also wie ich. Ciao. Und so. Ne? Ja, ich sollte aufhören. Ciao.